Also aus dem grossen Plot 9x12 Meter, der ein Jahr lang in dem Hochhaus gestanden ist, haben wir erwerblose Jugendliche vom Kompetenzzentrum, also die Taschen geneigt. Und es sind dann rund ca. 200 Taschen gekommen und die haben wir dann eben verkaufen. Und dann sind wir einmal am Mittwochmorgen in die Stadt gegangen, der 1. Dezember. Es war mega kalt, wir sind gefroren. Aber wir haben Taschen verkauft und es ist leider nicht so gut gelaufen. Wir haben ca. 2 Taschen verkauft. Und dann kam die Frau Evelyn mit einem Schlumpf, etwa so um 12 Uhr Mittag. Und dann hat sie uns die Taschen können auswählen und wir haben die Taschen ihr geschenkt. Und dann hat sie gesagt, wenn es nicht so gut wird laufen, dann wird sie ca. noch ein paar mehr Taschen kaufen und uns unterstützen. Und dann in 20 Minuten der Journalist hat uns ein Gruppenbildfoto gemacht. Und die ist eben in die Zeitung gekommen. Und dann ist noch eine von BZ, glaube ich, Journalist gekommen und hat uns so Fragen gestellt, wie wir den Morgen erlebt haben. Und da kam auch der Mann, der dann auch gekauft ist, gekauft hat. Und da eben mit einem Schlumpf, wo wir ihre Tasche geschenkt haben. Und Alberta hat gerade mit ihr mitgehen. Aber sie hat eben keine Zeit gehabt, sie musste weiterarbeiten. Und sie hat uns gesagt, dass sie vielleicht noch mit uns einladen würde, um mit ihr zu viel gehen.